Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum Zelda Tuesday. Eine Woche ist um, das bedeutet, es ist mal wieder Zelda Time. Ja, im letzten Part haben wir das Hylia-Gewand, das Sora-Gewand bekommen und sind hier auf dem Grund des Hylia-Sees stehen geblieben. Ich wusste nicht, wie ich die Wasserbomben einsetzen kann, aber nach ein bisschen rumprobieren ist mir es dann gelungen. Und zwar einfach mit den Eisenstiefeln. Keine Ahnung warum, aber naja, ist ja auch egal. Hauptsache, wir kommen weiter. Ich würde jetzt trotzdem gerne meinen. Obwohl, wartet mal. Zack. Willst du da rein, Link, oder? Na komm, geh rein. Jetzt geht's. Okay. Mal gespannt, ob es generell ein Unterwasser-Dungeon ist. Oder? Ob es generell ein normaler Dungeon ist. Wenn es ein Unterwasser-Dungeon ist, episch. Aber ich denke, ich werde meine Schwierigkeiten dabei haben. Oder damit haben. Ih, eine Muschel. Lasst mich in Ruhe. Und Quallen. Geht mir aus dem Weg. Willkommen im dritten Dungeon. Endlich. Seeschrein. So. Natürlich speichern wir natürlich, falls uns was passieren sollte. Würde ich nämlich gerne hier den Seeschrein haben. Dass wir hier abgesaved sind. Jawohl. Gerne weiter. So hatten wir das, glaube ich, ne? Lassen wir das aber mal so. Ja, moin. Irgendwelche Glibberviecher. Und hier ist eine Truhe. Mehrere Truhen. Okay, wir brauchen hier anscheinend wirklich Pfeile. Und ich weiß jetzt auch übrigens, wie man die Bombenpfeile herstellt. Werde ich auch mal bei Gelegenheit zeigen. Aber als allererstes machen wir hier auf. Was sind das für Viecher? Sind das Krabben? Ah, das war gefährlich. Ich schätze, du solltest zuerst die Stalaktiten runterholen. Stalagniten heißt es doch eigentlich mit N. Oh, gut. Die da von der Decke hängen. Die sehen sie mir verdächtig locker aus. Und wenn du dir nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen die bestimmt sofort runter. Reicht das schon? Ich glaube nicht. Oder? Nein, jetzt brauchen wir nämlich die Bombenpfeile. Und zwar... So, ja, wartet mal. So, so. So. Genau, doch. Ich habe es richtig gemacht. Und den Bumerang können wir hier hin. Sollte das doch gehen! Ja. Sieht doch gut
gut aus, oder? Ich würde die aber gerne wieder trennen. Das. So. Jetzt sollten wir entspannt nach unten gehen können. Ih, eine Schnecke. Nee, das ist keine Schnecke, das sind irgendwelche Igelchen. Kann ich bestimmt nur mit Bomben töten. Na gut, kümmern wir uns erstmal um diese Viecher hier. Hier haben wir noch einen Dude. Das sind irgendwelche Seekrabben. Schmecken bestimmt gut. Frage ist, wie kommen wir wieder hoch? Ah, hier. Den Dude ignorieren wir einfach mal. Und gehen hier schnell nach oben. Oh, da oben ist eine Truhe. Die will ich haben. Wasserbomben, die brauchen wir hier sehr dringend anscheinend und auch sehr, sehr viele. Wir brauchen als allererstes erstmal die Karte, sowie den Kompass. Oh Gott. Na komm her. So, Papa. Jawohl. Gott. Und da oben ist eine Truhe, da müssen wir bestimmt ran, oder? Da geht's weiter, da brauchen wir einen kleinen Schlüssel und der ist bestimmt in der Truhe, oder? Also gehe ich von aus. Link. Ich komme da nicht. Ach komm, machen wir das anders. Kommst du hierauf auch nicht? Okay. Ja, mysteriös. Geht das? Nee, leider nicht, schade. Da ist bestimmt wieder unsere liebe Tante drin. Gehen wir erstmal nach unten. Warum kann ich da nicht... Achso, wartet mal. Kommen wir da nicht ran? Brauchen wir da doch eventuell ein anderes Dungeon-Item? Könnte nämlich durchaus sein. Verschwinde! Den würde ich... Boah, dreckiges Vieh! Stirb! Hier? Das kriege ich hin. Okay. Aber jetzt komme ich hier wieder nicht ran, ne? Nein. Ja gut. Ein paar Pfeile, ja. Okay, es geht nach oben und... Wobei... Hier waren wir ja noch nicht.
Hier kamen wir her. Okay. Okay, jetzt kommen wir nämlich dahin. Aber das bringt uns auch nicht weiter, oder? Nein. Okay, wir müssen nach unten zu der einen Tür. Und zwar hier. Na komm her, mein Freund. Ah, hier muss das Wasser rollen. Okay. Da oben muss das Wasser rollen. Haben wir hier irgendwas? Ja, ein Herz und ein Edelstein. Ah, schade. Mit Bombenfallen geht das auch nicht, oder? Nein. Okay. Dann geht es nur noch einen Weg, und zwar nach unten. Jo, was haben wir hier? Okay, hier kommen wir wahrscheinlich hoch, ne? Ja, alles klar. Oh, guck mal, hier kann man sogar angeln. Lol. Ja, hier sind Fischchen drin, ne? Wahnsinn. Haben wir hier irgendwas? Nein, okay. Ih, die greifen mich an? Ach so. Okay, Bros. Ich lasse euch. Ich tue euch doch nichts. Puh, dann müssen wir mal schauen, wie wir weiterkommen. Weil ich habe gerade keinen Plan. Hallo. Midna, kannst du mir weiterhelfen? In einem so großen Schrein wie diesem ohne einen einzelnen kleinen Schlüssel zu finden, wird sicher nicht einfach. Da kann man klettern. Was passiert jetzt? Jetzt ist es ja wieder wie vorher. Okay, wir müssen nach links lang. Als ob ich hier nicht raufklettern kann. Das ist doch lächerlich. Kommen wir da halt nur ran. Okay, wartet mal. Von rechts kommen wir. Ja, moin. Von rechts kommen wir. Oder? Genau, von rechts kommen wir. Oder kommen wir von hier? Ne, wir kommen von hier. Das heißt, rechts und links können wir lang. Okay, dann habe ich eine Idee. Dann hatte ich mich wohl nur verguckt. Waren wir, ne?
Ja, hier waren wir, da ging es ja nicht weiter. Und da ist auch irgendwas. Machen wir es so. Somit kommen wir nämlich an die zweite Tür. Aber die ist verschlossen. Aber wir können dich befreien, mein Freund. Ich weiß, da oben ist eine Truhe. Aber da komme ich... Kann ich das Ding mit Bombenpfeilen abschießen? Ich glaube nicht, oder? Nö, juckt nicht. Gehen wir mal hier rein, aber hier kommen wir doch eigentlich her, oder? Nein, hier müssten wir eigentlich lang, aber wir müssen das Wasser umleiten. In diesen Dingern kann ich eigentlich klettern, aber... Da könnte ich aber noch lang. Da vorne rechts, da war ich noch nicht. Glaube ich zumindest. Ich hoffe es. Oh, guck mal, hier ist eine Truhe. Wow. Okay. Die Dungeon-Karte, dankeschön. Und jetzt bitte noch den Kompass. Okay, da ist die Dungeon-Karte. Ja, moin. Oh Gott. Der Boss befindet... Na. Kommen wir hier weiter? Ich geh einfach mal rein. Ja, hier kommen wir weiter. Ach komm, ignorieren wir den Dude. Und gehen hier weiter. Weil hier waren wir nämlich noch nicht. Keine Ahnung, wie ich hier es hierher geschafft habe. Dungeon-Item. Vorher kommen wir hier nicht weiter. Gut, dann kämpfen wir erstmal hier gegen diese blöden Viecher. Sieht nach Wassergeysieren aus. Und das... Hier komme ich aber hoch, ne? Eps, schön. Okay, was bringt mir das jetzt hier? Ah, jetzt bin ich hier, okay. Achso, ich will ja wieder hier so. Okay, was bringt mir das, dass ich jetzt hier bin? Ich muss nämlich dahin. Jawohl. Schön, Link.
Weil da waren wir, glaube ich, noch nicht. Hopp, 1, 2, 1, 2. Na komm, Link. Nein, da waren wir noch nicht. Doch. Von hier kamen wir her. Aber da vorne ist eine Truhe. Da komme ich natürlich nicht rauf. Aber hier, oder? Ja. Okay, warte mal. Willst du klettern? Dankeschön. Wollen wir uns erstmal die Truhe da drüben? Alles klar, Link. So macht man's. Keine Ahnung, was die ganze Zeit so pochert. Ich habe keine Ahnung. Ich muss, glaube ich, auf den Geysir rauf. Jetzt. Nein! Ja, ich, doch, jetzt weiß ich wie. Wartet mal. Hier brauche ich doch bestimmt die Eisenstiefel, oder? Nein! Was? Ich hätte jetzt gedacht, hier brauche ich die Eisenstiefel, aber... Nein, okay, aber... Was soll ich denn bitte hier tun? Irritierend. Da komme ich doch her, oder? Ja. Da müssen wir hin. Das heißt, es geht ein Rätsel, gibt ein Rätsel zu lösen. Vor allen Dingen nach da oben komme ich auch nicht. Da bräuchte ich da oben ein gewisses Item, was ich jetzt noch nicht habe. Frag mich, wie ich diese Geysire ausmachen kann. Irgendwas muss ich übersehen. Wartet mal. Schade, ich dachte, ich könnte hier ran, weil der so... Ja, schon fast kaputt ist, aber nein. Ich weiß, ich denke mal, ich werde offscreen ein bisschen rumprobieren müssen. Es sei denn, wir kommen jetzt hier mal irgendwie weiter, aber... Ich wüsste halt gerade nicht, wie. Oder warte mal. Bringt auch nichts. Bombenpfeilen kriegt die doch auch nicht down, oder? Ja. Frage, wie komme ich hier weiter? Und hier waren wir ja auch schon. Aber da kamen wir halt nicht weiter. Wir können gerne nochmal hier schauen. Andere Seite. Verdammt. Eventuell habe ich doch vielleicht doch irgendwo dieses, diese Schlingpflanzen übersehen, dass ich da irgendwie doch hochklettern kann, aber ich glaube nicht.
Der Dungeon fordert einen ganz schön heraus. Aber ist auch ja schließlich der dritte Dungeon. No. Oder schaffen wir es, darüber zu springen? Ich glaube nicht. Kann ich doch vielleicht irgendwas mit den Wassergeysieren machen? Ich habe keine Ahnung. Doll, ein 10er Rubin. Selbst aber mit dem Dungeon-Item würde ich da nicht hochkommen. Irgendwas müssen diese Geysire ja machen. Aber ich weiß halt nicht was. Normalerweise denke ich mal, dass man da so lang gehen könnte. Aber Spiel zeigt mir den Mittelfinger. Er sagt, nicht so, Torti. Aber wie dann bitte? Irgendwas übersehe ich doch hier, oder? Hätte ich Eispfeile, okay. Aber selbst wenn ich Eispfeile hätte. Dann könnte ich wenigstens diese Geysire zu Eis machen. Nee. Ich habe irgendwas übersehen. Beziehungsweise ich werde Oskin gleich nochmal ein bisschen rumprobieren. Midna, hast du irgendetwas für mich? Ja. Hier waren wir aber noch nicht. Oh, ich wollte gerade sagen, hier waren wir noch nicht dran, aber da kommen wir nicht weiter. Da oben müssen wir hin. Sagt zumindest die Karte. F1. Das heißt, wir müssen gleich einen weiter runter wieder. Hups! Ich folge der Karte einfach mal. Vielleicht gibt die mir ja so ein paar Tipps. Rechte Seite. Ne, andere Seite. Ne, da müssen wir hin, aber da. Wir brauchen vorher einen kleinen Schlüssel, aber ich vermute mal, der ist da ganz oben. Genau, hier links ging es nicht weiter oder ich kam nicht weiter, sagen wir mal so rum. Ups. Aha, da unten ist eine Truhe, aber wie komme ich da ran?
Wie komme ich an diese Truhe? Kann ich nicht hier einfach runterspringen? Nein. So würde es zurückgehen. Oh, Leute. Okay, ich würde sagen, wir setzen hier einfach einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar da lassen. Und ich werde mich offscreen in diesem Schrein widmen, beziehungsweise schauen, wie es weitergeht. Bis dann.